Ja, hallo meine wachsumgehende Freunde, wir haben heute einen weiteren Full Day of Eating, das Ganze bei 3000 Kilokalorien, mit denen ich zuletzt in der Wettkampfvorbereitung wirklich sehr gute Fortschritte, was die Gewichtsentwicklung, was die Formentwicklung anbelangt, gemacht habe. Da müssen wir vielleicht wieder einen Ticken nach oben gehen, weil ich habe heute auch gerade wieder einen riesen Drop von 0,8 Kilo auf 89 Kilo erfahren, geht mir einen Ticken zu schnell. Aber das ist eine andere Geschichte. Dementsprechend, was es bei den 3000 Kilokalorien gibt, sehen wir jetzt. Normalerweise sieht mein Pre-Workout ja so aus, dass es entweder Reis oder Grieß gibt. Beides gab es dieses Mal nicht. Mit den Reisflocken ist ja sowieso seit Monaten extrem schwierig. Habe ich jetzt übrigens online bestellt, und zwar 4 Kilo, auf denen aktuell irgendein Nachbar sitzt, weil bei Amazon wurde nur angegeben, ja, beim Nachbarn abgegeben und wir kein Zettel drin. Dementsprechend, da müssen wir warten. Als Alternative kann ich euch aber auch Dinkelgetreidebrei, den hier von Alnatura, empfehlen. Schmeckt wirklich auch sehr gut. Reisflockengrieß geht immer ein bisschen besser rein. Das Ganze in Kombination, sei es jetzt Reisflocken, sei es Grieß, sei es eben Dinkel, auch Haferflocken gehen damit gut. Butterkeks ist für mich aktuell the way to go. Der neue Bananengeschmack, den wir jetzt haben, den präferiere ich dann eher so im Shake. Das wäre jetzt für mich nichts in einem Dinkel-Getreidebrei oder eben im Quark. Ja, das ist für mich immer so ein bisschen zu differenzieren, welche Geschmäcker man wo dann tatsächlich verwendet. Wir nehmen jetzt 65 Gramm Dinkelbrei, wir nehmen 45 Gramm Butterkeks. Dann gibt es auf jeden Fall von Jungfrauen beim Mondlicht aus dem Brunnen geschöpftes Salz, ne, was dann besonders reinkickt. Und dann geht es für uns auch schon ab ins Trinken. So, das Ganze sieht so aus, dass wir 2 Gramm Salz roundabout im Pre-Workout haben, dann nochmal 0,5 bis 1 Gramm in den Energy Drinks. Derzeit so ein bisschen am Rumtesten, welche Sorten mir dann so gefallen. Ihr könnt gerne mal auch euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Monster Ultra ist es heute. Von Rain war ich von verschiedenen Sorten auch angetan. Rockstar hat für mich schwer enttäuscht, zumindest die meisten Geschmäcker. Dann gibt es 2 Kapseln Evo Focus noch dazu, haben wir nochmal ordentlich Koffein und Theanin getankt, zusammen mit dem Energy sind dann ungefähr 360 Milligramm. Aber ja, auf meinen ja, trägen Prep hintern muss man ja erstmal so ein bisschen in die Gänge kommen. So, meine Freunde, sie sind da, die 6 Kilo Reisflocken, die ich mir bestellt habe. Ja, die werden auf jeden Fall einen Abnehmer finden und jede Packung kostet nur roundabout 1,20. Was ist der Clou an der Geschichte? Also zum einen ist es so, wenn ihr online bei Amazon jetzt beispielsweise, wie in meinem Falle, nicht nur
eine Packung bestellt, sondern gleich so ein 6er-Pack. Dann spart ihr schon mal ein bisschen Geld. Und wenn ihr dann noch ein Abo abschließt, dann gibt es normalerweise 10%. Aber wenn ihr gleich 5 oder mehr dieser Packungen bestellt, dann gibt es 20%. Und so kommt letzten Endes dann der Anti-Inflationspreis von 1,20 Euro, roundabout, wenn ich richtig gerechnet habe, zustande. Ja. Und für Hip-Reisflocken ist das schon, würde ich sagen, ganz guter Preis. Weiß nicht, ob es was Vergleichbares günstiger gibt, habe ich jetzt ad hoc nicht gefunden. Es gibt auch sehr viel Trash, wenn man online guckt. Also das erstmal zunächst zumindest meine Empfehlung. Wenn da wer noch den einen oder anderen Hack hat, wie man noch günstiger an Reisflocken rankommen kann, dann gerne an mich adressieren. Post-Workout gibt es auf jeden Fall den Klassiker. Gemüse, Reis und Fleisch. Ich habe mir jetzt auch hier so ein 3 Kilo Pack. Ne? Fertig geschnibbeltes Fleisch bestellt. Es gibt übrigens für das Fleisch aus Schäfer. Also es sollte relativ zügig gehen. Zügig mögen wir. Die Sachen sollen nicht so viel Zeit vereinnahmen. Ist auf jeden Fall jetzt 150 Gramm Chicken. Und dann schauen wir mal. Dann gibt es auf jeden Fall hier noch die französische Pfanne aus dem Rewe. Die feiere ich eigentlich am meisten von den französischen Pfannen. Und natürlich, na, wo ist er? Brokkoli. So, vom Puls gab es zum Geburtstag erstmal einen neuen Reiskocher. Mein alter, der war schon ein bisschen lediert, könnte man sagen. Hatte die eine oder andere Beule, war nicht mehr ganz so frisch, hat aber auch ordentlich ein paar Jahre mitgemacht. Ne? An der Stelle vielen Dank, funktioniert bis dato sehr gut. Jetzt gibt es erstmal wieder 500 Gramm Reis, die wir uns zubereiten. Davon essen wir jetzt natürlich 125 Gramm. Ich bereite mir das Ganze immer für mehrere Tage vor, damit ich nicht jeden Tag kochen muss. Da perfekterweise kein großer Topf zur Verfügung stand und ich mir den Krampf nicht antun wollte, hier wäre so ein riesen Berg zu machen und dann einzeln zu versuchen umzurühren, ohne dass die ganze Misere rausfällt. Ui, habe ich mich jetzt für 2 Töpfe entschieden. Das Ganze sind 2 Kilo, die ich jetzt mache. Reicht dann entsprechend für 4 Tage. Jeweils pro Tag 250 Gramm französische, 250 Gramm Brokkoli. Was ich letztens auch entdeckt habe, war im Lidl, so ein Kaisergemüse, da war so ein bisschen Rahm dran. Das ist eigentlich auch ganz geil gewesen, zumal das nicht unglaublich viele zusätzliche Kalorien auf 100 Gramm hatte, weil ich mir dann dadurch beispielsweise auch Ketchup oder Barbecue-Soße gespart habe, die ich ja normalerweise immer irgendwie mit ranmache, wenn ich das Gemüse esse. Und dementsprechend könnte ich da natürlich auch potenziell wahrscheinlich ein paar Kalorien einsparen. Aber das gibt es heute nicht, aber rein theoretisch könntet ihr mal nachgucken und schauen, ob das was für euch ist. So, dann nehmen wir hier auch 2x 300 Gramm Fleisch, weil wir 150 Gramm pro Tag wollen. Bedeutet natürlich, dass wir dann auch wieder 4 Portionen haben. Dann 4 Portionen Gemüse, 4 Portionen Fleisch, 4 Portionen Reis. Ergibt 4 Tage Versorgung. On top gibt es noch exakt ein Ei. So, in der Zwischenzeit legen wir schon mal so ein bisschen unser Porridge ein, damit das nachher ein bisschen mehr durch ist, beziehungsweise schon ein bisschen vorbereitet ist. So, jetzt habe ich natürlich vergessen, die Waage anzumachen. So, mein Freund, sieht das Ganze denn aus, wenn es fertig ist? Ich denke mal, das ist eine Schale, mit der wir arbeiten können. Das Ei ist jetzt schon ein bisschen, sehr mit durch. Ich habe es auch vorhin vermasselt mit dem Aufschlagen. Normalerweise funktioniert das ganz gut. Ja, sagen wir, es ist der Vorführeffekt. Ein bisschen Ketchup kennen wir schon, gibt es auch dazu. Heinz Ketchup finde ich jetzt persönlich geschmacklich mit am besten. Viele andere Light Ketchup Varianten, die schmecken dann immer so ein bisschen säuerlich. Und der ist eigentlich ganz stabil. So sieht's aus. Bleibe ich mir jetzt erstmal ein und dann sehen wir uns nachher wieder. Nächste Mahlzeit steht an und zwar gibt es jetzt ein Porridge und das nicht mit Whey, sondern wir pimpen das Volumen dieses Mal ein bisschen. Muss ich Puls auch zugute schreiben, hat er mich in Wien drauf gebracht und zwar die Haferflocken, das Porridge zusammen mit Proteinpudding zu kombinieren, was natürlich das Volumen nach oben setzt, was dann wiederum, besonders in der Diät wichtig, natürlich auch die Sättigung
erhöht insgesamt, weil wenn man nochmal zwei Protein-Puddings mit reinklatscht, dann hat man nochmal 400 Gramm zusätzlich zu dem Porridge, was natürlich an sich tendenziell schon ganz gut sättigt. Und dann kann man auf jeden Fall mitarbeiten. So, wir haben ja auch noch verschiedene Puddings. Persönlich muss ich sagen, gefallen mir die von der Rewe Eigenmarke tendenziell, also die kleineren, ein bisschen besser. Ich switch immer zwischen Vanille und Schoko generell von Tag zu Tag. Die von Dr. Oetker, die sind aktuell noch ein bisschen günstiger. Die haben ja ohnehin ordentlich angezogen, also sind ja schon 25% teurer geworden. Die von Dr. Oetker sind gefühlt ein bisschen flüssiger am Ende vom Produkt her. Gefällt mir dann nicht ganz so gut. Hier steht das Pouch, das holen wir jetzt mal raus, damit wir es gleich in die Mikrowelle tun können, weil das ist natürlich noch nicht so ganz die Konsistenz, die wir haben wollen. So, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall unser Pouch, was etwas zu flüssig geworden ist, weil ich wieder zu viel Wasser vorn verwendet habe. Ja, das nehmen wir jetzt so, wie es ist. Normalerweise, auch wenn es zu flüssig ist und ihr schon ein paar Mal eine Mikrowelle hattet und merkt, okay, das wird nichts mehr, habt ihr die Möglichkeit, beispielsweise Reisflocken zu verwenden, wenn ihr natürlich extra Kalorien offen habt, dann bindet das natürlich ein bisschen die Flüssigkeit und ihr habt wieder eine bessere Konsistenz. Das so als kleinen Tipp am Rande, eher für den Aufbau. Wir brauchen unsere zwei Protein-Puddings. Heute fiel die Wahl auf Schoko, eine Banane und ganz süß 15 Gramm Nussmix. Da verwende ich tendenziell den aus dem Lidl, weil den finde ich einfach am besten. Und dann klatschen wir im Prinzip alles zusammen und das war's. So, meine Freunde, sieht das Ganze am Ende des Tages aus. Ich würde sagen, hier haben wir auch wieder ein ganz gutes Volumen. Das wird roundabout bei einem Kilo dann tatsächlich liegen. Ein, zwei Mahlzeiten habe ich jetzt ein bisschen vom Volumen her erhöht. Den Gemüseanteil habe ich noch weiter gedrückt gehalten. Ich habe ja initial gesagt, ich möchte es jetzt nicht so übertreiben mit dem Volumen, da irgendwie bei einem Kilo oder 1,5 Kilo wie der eine oder andere am Ende des Tages zu landen, zumal sich das tendenziell bei mir auch nicht so positiv dann auch auf ja, die Verdauung, auf den Stuhlgang etc. auswirkt. Dementsprechend haben wir jetzt unser Porridge Pudding, wie auch immer wir das jetzt betiteln wollen, mit einem guten Volumen, mit einem guten Proteinanteil, um natürlich auch die Proteinsynthese ordentlich zu stimulieren. Ja, ich verleibe mir das Ganze jetzt ein und dann geht es für mich nochmal ab zu Rewe, weil ich habe festgestellt, da fehlt noch was im Kühlschrank. So, meine Freunde, als letzte Mahlzeit gibt es den Klassiker. Ich glaube, ich habe es schon vor 8 Jahren das erste Mal vorgestellt, den MyGains Fake Milchreis. Und zwar haben wir Magerquark, wir haben Königer Frischkäse, das beides mixen wir. Aufgrund der Konsistenz vom Königer Frischkäse und der Gesamtkonstellation wirkt das eben immer so, als wenn man ja so wie so ein Milchreis essen würde, deswegen Fake Milchreis. Vorher hauen wir uns ein paar Beeren hier in die Tasse rein, hauen das in die Mikrowelle, mixen das Ganze dann zusammen. Dann könnt ihr ein Geschmackspulver eurer Wahl dazu packen, je nachdem wie so die geschmackliche Präferenz natürlich ist. Und dann habt ihr ein schönes Abendmahl. So, wir haben also die Beeren, die wir hier in der Mikrowelle gemacht haben. Das bringt ein bisschen Flüssigkeit mit rein. Wenn ihr keine Beeren nehmt, wenn ihr euch die sparen wollt oder woanders verwenden wollt, dann könnt ihr auch gerne ein bisschen Wasser dazu machen, dann wird das Ganze ein bisschen cremiger. Dann 200 Gramm Magerquark, jetzt meine Wahl, 200 Gramm Magerquark mit 200 Gramm Königem Frischkäse. Das klatschen wir einfach so rein. Ich versuche jetzt mal hier nicht zu fehlen, bloß weil ich am Filmen bin. 201 Gramm. Ja. Das, was jetzt hier dran ist, das zählen wir jetzt nicht mit. Und dann gibt es noch 200 Gramm Königer Frischkäse. Da kann ich jetzt einfach reinklatschen, weil mehr ist da nicht drin. Und dann haben wir auch hier wieder ein ganz gutes Volumen, eine ganz gute Eiweißbombe, die wir gleich noch mit unserem Dessert, was ich mir einverleibe, komplettieren werden. Und dann sind wir auch für die ja, Abendmahlzeit, für den Abend, was die Proteinzufuhr anbelangt, ja, optimal
aufgestellt, will ich behaupten. So, jetzt habe ich das andere Zeug nochmal hingeräumt. Und zwar hauen wir uns ja gleich ein paar Supplements noch rein. Also als Dessert gibt es auf jeden Fall das High Protein Eis von Rewe, das auch nur knapp 400 Kilokalorien hat. Das passt aktuell noch rein. Das ist so eine Geschichte, die würde ich dann später rausschneiden, um Kalorien zu sparen und dann hier vielleicht auf 300 Gramm Magerquark gehen. Wäre so mein erster Ansatzpunkt. Aktuell kann ich es mir noch leisten. Ist wirklich eine Sache, auf die ich mich abends freue. Bei diesen Low-Calorie-Eissorten müsst ihr immer ein bisschen schauen, weil einige werden halt nicht so gut vertragen. Ne? Also ich habe auch Sorten, die gehen gut rein und andere Sorten, da kriege ich die miesesten Blähungen überhaupt. Dementsprechend müsst ihr so ein bisschen durchtesten, okay, ist das was oder ist das nichts. Kleine Vorwarnung, einfach nur an der Stelle, wenn ihr dann mal zugreift. Yes, dann haue ich mir gleich noch eine Kiwi rein. Dann gibt es Vitamin D3 K2, zwei Kapseln in den Jahreszeiten, in denen es eher ein bisschen weniger Sonne gibt, gehe ich eher auf 3 Kapseln an der Stelle. Dann gibt es auf jeden Fall Ashwagandha, es gibt ein bisschen Magnesium noch, es gibt 2,4 Gramm Knoblauchextrakt, da bin ich ein bisschen hochgegangen von initial 1,2 Gramm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, gerade auch im Krankheitsfalle tut mir das extrem gut und hier um den präventiven Faktor einfach zu haben, dass ich nicht krank werde, ein bisschen hochgesteckt. Dann gibt es noch 25 Milligramm Zink. Dann gibt es noch 6 Gramm Fischöl, ja, das sind glaube ich 4,5 Gramm EPA, DHA kombiniert, darauf kommt es am Ende des Tages an, also nicht wie viel Fischöl generell drin ist in den Kapseln, sondern natürlich der Anteil an EPA, DHA. Jetzt meine Freunde, so sieht's aus, dann gucken wir doch nochmal eine kleine Abrechnung, was wir am Ende des Tages haben an Kilokalorien. Wir befinden uns bei 2959 Kalorien. Hierzu kamen noch 10 Gramm Kondensmilch, die ich vorhin getrackt habe, weil ich mir noch einen Kaffee gemacht habe, den ich jetzt nicht abgefilmt habe. Das Ganze auf 349 Gramm Kohlenhydrate, 59 Gramm Fette und 242 Gramm Eiweiß. Ja, also ich liege ein bisschen über den 2,5 Gramm. Ich glaube, es sind 2,7 Gramm mittlerweile, ich müsste es jetzt nochmal ausrechnen, Eiweißkonsum immer mehr oder weniger relativ konstant bei mir, erhöht sich halt, weil ich leichter werde, ne? Aber in Relation hoffentlich zu meiner reinen, fettfreien Muskelmasse bleibt das hoffentlich konstant, ansonsten reißen wir ab und das wollen wir nicht. So sieht's aus, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt, besonders weitere Videovorschläge. Und ansonsten, meine Freunde, hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren. Vergesst nicht, Kurt Patrick unterstützt das ganze Unterfangen hier. Peace out.